Ich brauche gar keine Klingel mehr, ich brauche nur Bremsen. Hallo Leute, ich bin heute in der Werkstatt. Ich habe hier meinen Rose Bonero. Das bremst nicht mehr so gut. Ich habe überprüft, woran es liegt. Und zwar sind die Bremsbeläge abgebremst. Und ich möchte hier jetzt heute neue Bremsbeläge einziehen und möchte euch zeigen, wie das geht. Das Ganze ist hier keine Anleitung. Das heißt also, Bremsen sind sicherheitskritische Teile. Ihr solltet das nur machen, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, und im Zweifelsfall gebt ihr das Fahrrad lieber zum Händler. Als neue Bremsbeläge habe ich hier gesinterte Bremsbeläge gekauft, hier von der Firma BBB oder BBB, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, und ich bin gespannt, wie die gesinterten Bremsbeläge laufen. Dann will ich mal das Rad abnehmen und dann werden wir mal schauen, wie die Bremsbeläge aussehen. Ich löse den Sicherungsring. Ich löse den Haltebolzen für den Belag. Und ziehe den Belag raus. Hier sind die alten Belege. Man kann gut sehen, dass sie verschlissen sind. Normalerweise gibt es hier zwischen den Belegen nochmal so eine Riefe, die ist komplett weg. Und an der dünnsten Stelle, schätze ich mal, haben die Belege noch in etwa höchstens einen halben Millimeter Dicke. Ich reinige jetzt den Bremssattel sowohl von außen als auch hier von innen. Und dafür nehme ich Alkohol und einen Lappen. Mit einem Q-Tip und Alkohol reinige ich jetzt die Bremskolben. Ich nehme jetzt einen Reifenheber und drücke hiermit die Kolben zurück und überprüfe, dass die alle schön zurückgedrückt sind, damit ich die neuen Belege reintun kann. Jetzt kommen die neuen Belege. Ich stecke jetzt die Belege hier rein. Nehme meine Sicherungsschraube und schraube die hier durch. So, dann brauche ich noch meinen kleinen Sprengring. Der Sprengring ist wieder drauf. Da ich die Bremsscheibe wiederverwenden möchte, werde ich jetzt erstmal ausprobieren. Ich habe jetzt einen Lappen und nochmal Alkohol und werde mal schauen, dass ich die schön reinige. Habe ein bisschen Schmirgelpapier. Schaue, dass ich eventuelle Belagsreste hier erstmal von der Scheibe abkriege. Dass ich die ganzen alten Stäube entfernt kriege und hoffe so, dass ich dann die Scheibe, auf der ich organische Belege drauf hatte, wiederverwenden kann. Vielen Dank an dieser Stelle an Ralf von Dr. Ralfs Bikesprechstunde, der hierzu ein Video gedreht hat. Ich verlinke das hier oben. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. So, dann nochmal Alkohol. Ja, und damit müsste die Scheibe hoffentlich sauber sein. So, ich baue das Rad wieder ein. Das Rad ist wieder eingebaut und wenn man jetzt hier dreht, hört man, dass der Bremssattel schleift, das heißt, ich muss den Bremssattel jetzt neu ausrichten. So, ich löse jetzt den Sattel an, den Bremssattel. Dafür löse ich diese beiden Schrauben und dann richte ich den aus. Das heißt, ich schaue jetzt, dass die Belege beide ungefähr den gleichen Abstand zur Scheibe haben. Zur Hilfe nehme ich mir jetzt hier eine Taschenlampe, halte die hier hinter und peile durch. Und kann damit sehen, welchen Abstand die Belege haben. So sieht es ganz gut aus. Mal gucken, ob ich das hinkriege, das so anzuschrauben.
Ich bin jetzt oben auf dem Berg und will jetzt die Bremsbeläge einfahren. Die Idee ist, dass man bis zu 30 km/h beschleunigt und dann quasi fast bis zum Stehen immer bremst. Und das macht man so lange, bis die Bremskraft nicht mehr stärker wird, damit sich die Beläge auf die Bremsscheiben einschleifen. Ich fange jetzt hinten an mit der Rückbremse. Die Bremse hat jetzt ihre maximale Kraft aufgebaut. Jetzt geht es mit der Vorderradbremse weiter. Man hat jetzt wahrscheinlich gerade gehört, gerade auf dem Vorderrad ist es natürlich auf Schotter so eine Sache. Die Gefahr ist relativ groß, dass das Rad blockiert und man irgendwie wegrutscht. Aber ich habe jetzt hier diese Strecke und bis jetzt klappt es gut. Beide Beläge sind jetzt eingebremst, vorne wie hinten. Ich will jetzt nochmal einen finalen Test machen. Das heißt hier auf Asphaltstrecke stark beschleunigen und dann Vollbremsung machen. Leute, macht das auf keinen Fall nach. Die Gefahr ist relativ groß, dass ihr euch verbremst, euch überschlagt oder sowas. Also zuschauen gerne, bitte nach Möglichkeit nicht selber machen. War die Bremsung stark. Also das Fahrrad ist von 43 km/h in wenigen Metern auf zum Stehen gekommen. Tatsächlich war noch schneller als der Tacho messen konnte. Also der stand noch auf 43 km/h. Und ich muss sagen, die Bremsen greifen richtig bissig und das macht richtig Spaß. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich kann das Fahrrad jetzt ins Gelände entlassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!